kurze Vorstellung des Erprobungsträgers auf Basis eines Segway I-180, welcher modifiziert wurde zwecks Entwicklung eines neuartigen Akkukonzeptes. Wir haben hier zum Beispiel am vorderen und hinteren Akku neue Zellen adaptiert, welche von den Bestandszellen abweichen und eine höhere Spannungslage aufweisen, gegenwärtig 94,3 Volt. Über den Schnellladeadapter wird nochmal die Spannung abgegriffen und auf dem Fluke Voltmeter angezeigt, 94,4 Volt. Und wir werden jetzt testen, ob der Segway mit 94,4 Volt in Betrieb geht. Und zwar mit dem roten Schlüssel. Das war zunächst erfolgreich. Getestet wird, ob er sich auch im Fahrbetrieb einwandfrei verhält. So, der Balancemodus ist aktiviert. Die Zellen werden als voll visualisiert. Die Spannung ist auf 94,3 Volt zusammengebrochen. Und man kann sehen, beim Beschleunigen gibt es einen kleinen Spannungseinbruch. 94,1 habe ich gesehen. Ja. Funktion ist damit überprüft und der Betrieb des Segways mit über 90 Volt ist damit bestätigt. Die Multifunktionsanzeige. Ein gutes Ergebnis, wie ich finde. Fortsetzung folgt.